Herzlich willkommen zum ersten Mal hier in diesem Jahr aus der Plenarwoche aus Straßburg. Die wichtigsten Punkte dieser Woche waren zum einen die Debatte zu der EU-Regulierung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck und zum anderen in einer Richtlinie zur Förderung der erneuerbaren Energien. Die EU-Verordnung zum Gütern mit doppeltem Verwendungszweck umfasst bereits Produkte, die als Folterinstrumente auch missbraucht werden können. Sie soll nun aktualisiert werden und auch digitale Software mit einschließen, die zum Abhören und Ausspionieren von Opposition oder Presse genutzt werden kann. Der nächste Schritt muss nun aber auch sein, dass Rüstungsexporte endlich verbindlich auf EU-Ebene gesetzlich geregelt werden. Das habe ich in meinem Redebeitrag in der Debatte am Dienstag ebenfalls gefordert. Mehr Informationen zu diesem Themenkomplex Dual Use finden Sie auf meinem YouTube-Kanal in meinem Interview mit Bernd Lange. Am Mittwoch trat das Europäische Parlament zusammen und hat zur Richtlinie der Förderung erneuerbaren Energien geschlossen und dazu auch gesprochen. Dabei spielte das Thema Bioenergie aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft eine wichtige Rolle. Die Richtlinie ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Allerdings darf die Europäische Union dem Bemühen, Energie einzusparen, nicht nachlassen. Wenn wir die Ziele der Pariser Klimakonferenz, des Klimaabkommens erreichen wollen, dann muss die EU auch ambitionierter werden. Wie ein Paukenschlag traf am Mittwoch die Nachricht ein, dass die USA humanitäre Hilfe für den Gazastreifen substanziell kürzen möchte. Dieser Schritt ist fatal und ist für die Menschen, die es betrifft, in den Gebieten eine sehr schwierige Situation. Aber auch für den Friedensprozess im Nahen Osten würde das kritische neue Situationen hervorrufen. Weiteren Hintergrund finden Sie ebenfalls dazu auf meiner Homepage, wo ich eine Pressemitteilung dazu gemacht habe. Das finden Sie bei mir in der Presserubrik. Soweit besten Gruß, einen guten Start auch für Sie in dieses neue Jahr. Und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich oder schauen Sie auf meinen Internetseiten, auf Facebook, Twitter, Instagram nach, was ich für Sie im Europaparlament mache und wie ich mich einbringe. Herzlichen Dank.